sieht uns. Ich möchte Ihnen als erstes vorstellen, für diese Geschichte, früher haben wir ein Bahnticket gekauft, sind wir mit der Bahn gefahren oder wir haben einen Leihwagen genommen, sind wir in den Leihwagen eingestiegen. Also früher haben wir ticketorientiert gekauft, heute fällt uns auf, da ist noch viel mehr drin. Wir können also noch wesentlich mehr planen, nämlich von Tür zu Tür. Und um das mal so richtig schön auf dem silbernen Tablett serviert zu kriegen, möchte ich Ihnen als erstes mal vorstellen, Carina Kästner, die Leiterin von DB Vertrieb für die Geschäftskunden. Bitte einen ganz, ganz großen Applaus. Frau Kästner, wenn Sie mit dem Zug irgendwo ankommen, wie kommen Sie denn dann weiter? Also, kommt drauf an. Also ich nutze gerne den Nahverkehr. Kann man sich ja direkt ausdrucken lassen. Ich nutze natürlich auch gerne die Call-a-Bikes von uns. Also ich bin angemeldet für Call-a-Bike, habe da auch immer eine halbe Stunde frei und ich finde das immer klasse, bei so einem Wetter dann auch tatsächlich ein bisschen Bewegung zu haben. Und ich wette, nehmen Sie bitte Platz, und ich wette, Sie sind auch immer wesentlich schneller als alle anderen, die sonst noch so unterwegs sind. Christian Rosenbaum ist heute da. Einen ganz großen Applaus für einen Herrn, der für mich so Technik auf zwei Beinen ist. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, von der EVO Group. Herzlich willkommen. Christian, wenn ich jetzt mal ganz genau gucke, dann heißt das ja, wenn ich mehr Technik da drin habe, dann sind das wesentlich mehr Datenmengen. Bin ich irgendwann überhaupt noch in der Lage, selbst eine Reise zu buchen? Sicherlich wird es, da haben wir ja schon oft darauf hingewiesen, in Zukunft immer mehr Assistenten geben, die das machen, ob die elektronisch sind oder ob die mobil sind, ob die am PC stattfinden. Ich glaube schon, dass wir in Zukunft viel mehr durch Assistenten beraten werden, aber ich persönlich schaue auch gerne nochmal selber nach und plane meine Reise selber. Deswegen bin ich heute auch hier und ganz großes Lob auch an die Bahn. Die hat heute morgens tatsächlich geschafft, einen Zug von Hannover nach Frankfurt zu schicken, und es hat alles wunderbar geklappt. Ein ganz großer Applaus dafür. Bitte, einer der freien Plätze ist für dich. Meine Damen und Herren, wir haben Sabine Wagner. Sie kennt sich gut aus mit allem, was in Garagen steht, nämlich mit Autos. Herzlich willkommen. Sie ist Businesspartnerin bei Herz Autovermietung. Ich grüße Sie. Auch ein ganz großer Applaus, bitte. So ein Bahnstreik, den der Christian Rosenbaum gerade schon angesprochen hat, ist doch für Sie der höchste Feiertag, oder? Ihre Parkhäuser sind doch jetzt leer. Ja, also in der Tat. Erstmal herzlichen Dank an die Bahn dafür. Wir haben natürlich heute einiges zu tun, allerdings nicht nur Positives, weil ich habe es selbst auch schon erlebt. Es gibt natürlich auch Kunden, die Fahrzeuge jetzt nicht zurückgeben, weil sie sagen, ich komme ja nicht weiter und deswegen andere Kunden auf der Strecke bleiben. Aber wir finden hier jetzt neue Möglichkeiten der Mobilität, nämlich Fahrgemeinschaften zu bilden. Die es nicht nur bei der Mitfahrzentrale gibt, sondern die Sie direkt organisieren? Ja, wie gesagt, wir sind da ganz leger. Wir fragen auch die Kunden am Counter und man sieht, da findet Kommunikation zwischen der Kundschaft statt. In Notsituationen funktioniert sowas immer noch sehr, sehr gut. Zu helfen. Ich denke, als damals das mit der Aschewolke war, war das auch schon der Fall. Insofern, man lernt dazu. Oder ich kann mich auch noch gut an Kyrill erinnern. Nehmen Sie Platz, bitte. Auf einmal haben sich da auch Fahrgemeinschaften entwickelt. Und dann haben wir hier gleich noch ein Gesicht, meine Damen und Herren. Hans-Ingo Biel von dem VDR, der Hauptgeschäftsführer. Er ist eingesprungen, ganz kurz entschlossen. Bitte einen ganz großen Applaus schon alleine dafür. Grüß Ingo. Wenn jetzt die Travel Manager noch mehr Aufgaben kriegen, heißt das dann wirklich, dass ich als Travel Manager demnächst nicht nur das große Ticket buche, sondern auch die Straßenbahnfahrkarte? Tja, das wäre natürlich zu überlegen, aber ich denke mal, es geht um die ungehinderte Reise, also der Zugang zu meinem Arbeitsplatz, und wenn dann der ÖPNV oder die Verkehrsverbünde eine Option sind, dann wäre das natürlich schön, wenn wir das gleich mit in den gesamten Prozess einbauen können. Weil wir damit Dinge wahrscheinlich besser machen können. Bitte nimm noch Platz, wir haben ein paar Getränke schon hergestellt. Bitte, wann immer Sie was sagen möchten, schnappen Sie sich einfach das Mikrofon, meine Damen und Herren. Ich würde ganz gerne mal loslegen für das Thema Intermodalität auf Geschäftsreisen mit einem Blick in die Vergangenheit. Wenn Sie mal zurückgucken, der Begriff Intermodalität, zumindest hat mir das Internet das verraten, ist so Ende der 60er Jahre aufgekommen, als man sich überlegt hat, wie kriegen wir die Container von A nach B, das muss auf dem LKW passen, das muss auf dem Schiff passen, muss aber auch auf dem Zug passen, und dann da einen Weg gefunden hat, das hinzukriegen. Nochmal Frage an dich, Ingo, wird der Travel Manager demnächst mehr zum Travel Logistiker, der also wirklich das Gut Reisender immer auf das richtige Gefährt setzt? Naja, erstmal müssen wir ja bedenken, dass es sich hier um Menschen handelt, die der Travel Manager von A nach B bringen soll. Beziehungsweise ist das natürlich auch ein logistisches Thema, mit Sicherheit, aber wir müssen den Mensch in den Vordergrund stellen, und ich glaube, auch das wird sich wandeln, nicht nur, dass wir alle älter werden und die Gesellschaft altert, ich glaube, auch der Reisende selbst verändert sich. Wenn wir heute die Jungen
in den Unternehmen angucken, die haben ganz andere Bedürfnisse, wie sie von A nach B kommen. Ja, wie der Prozess aussieht in den Unternehmen, welche Schritte ich machen muss, damit ich überhaupt zu meinem Ziel komme. Und da wird der Travel Manager sicher sowieso zum Mobility Manager. Er muss den gesamten Prozess im Auge haben und wird dafür Sorge tragen, dass die Reise möglichst einfach, möglichst ohne Behinderung von A nach B möglich sein wird. Christian, wenn ich das höre, wenn ich das Ideale aufbauen soll, würde das dann heißen, für jemanden, der den ganzen Überblick hat, also wie jemand, der die Daten alle kennt wie ihr, dass ihr ganz genau wisst, Lebensalter des Reisenden XY, der kriegt nachher noch ein Auto, der kriegt eine Taxe oder der kriegt ein Fahrrad? Ich glaube, die Daten werden wir nie alle haben können, allein schon aus Datenschutzgründen dürfen wir das auch gar nicht in Kombination setzen und auswerten. Wir haben uns auch schon oft im Fachausschuss Technologie des VDRs mit dem Thema beschäftigt. Und das ganze Thema Door-to-Door, Intermodalität, das ist ja nichts Neues. Ja, das gibt es ja schon seit, wann war ich damals bei einer Firma in Hannover, 2002, da haben die das schon wunderbar für die Bahn realisiert. Man geht aus der Haustür raus, geht zum nächsten Bushaltestelle, fährt dann zum Bahnhof, dann vom Bahnhof kriegt man noch gesagt, man muss noch 5 Minuten zu Fuß gehen. Also das ist für mich, das ganze Thema Intermodalität ist nichts Neues. Aber die Datenquellen haben sich vervielfacht seit diesen Zeiten. Und ich glaube, eine der großen Herausforderungen in Sachen Intermodalität wird sein, die ganzen Player, die da mitspielen, nämlich die Leistungsanbieter, die Content-Lieferanten, das wird ja auch immer wichtiger. Ja, wie komme ich am besten von A nach B, hängt ja auch von Faktoren ab, wie Wetter, historische Daten, Staumeldungen. Aber auch lokaler Content, wie komme ich denn vom Flughafen in Macau zu meinem Ziel? Das liegt ja noch gar nicht vor, beziehungsweise liegt vor, muss aber strukturiert aufbereitet werden. Ich glaube, das dauert noch eine ganze Zeit, bis wir wirklich einen hundertprozentigen Door-to-Door-Prozess haben werden. Aber wir sind auf dem Weg, man kann sich so Player am Markt ja anschauen, wie Rootrenk oder Rome to Rio, die machen das schon recht gut vor, aber es hat noch einiges an Hürden zu nehmen und es gibt noch die ein oder andere Herausforderung. Wir arbeiten alle daran, auch die OBE-Anbieter, aber es dauert noch ein bisschen. Jetzt ist ja Idee haben das eine, aber den Faktor Mensch müssen wir ja da auch irgendwie noch mit reinkriegen, dass der das auch begreift. Reisen ist ja schon immer gewesen, ich fahre halt irgendwo hin, mit welchem Verkehrsmittel auch immer, und für mich heißt Bahn eigentlich, ich komme im Zug so gut wie überall hin. Frau Kästner, gibt es irgendwas, was Sie sagen würden, wo so ein Trend auf einmal für Sie sichtbar wurde, dass Sie gesagt haben, es ist nicht mehr nur noch das in den Zug setzen, von A nach B kommen, sondern wir können da noch ein bisschen mehr tun? Naja, für uns, also ich fand das sehr eindrucksvoll, was der Herr Reinhardt vorgestellt hat, ja, dass das Auto doch noch das dominierende Verkehrsmittel ist, und das ist ja auch in der geschäftlichen Mobilität noch so. Ja, und wir als Bahn müssen uns natürlich überlegen, wie kriegen wir die Leute dazu, eben vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Ja, und das Schöne am Auto ist ja zum einen, dass ich total flexibel bin, gefühlt, ja, und einfach mich reinsetze und bin dann da, mein Navi bringt mich dann da, wo ich hin will. Diese Nachteile, die das Auto hat, ja, was wir ja auch sehr eindrucksvoll gesehen haben, eben die vielen Staus, die Behinderungen, der Stress, den ich beim Autofahren habe, der wird ja im Zweifelsfall ausgeblendet. Und unsere Aufgabe wird halt sein, die Bahn in die Reisekette so zu integrieren oder die Reisekette so zu organisieren, dass es einfach attraktiver ist, individuell attraktiver ist, mit der Bahn zu fahren. Ja, da ist für uns noch ein ganz großes Potenzial, aber auch ein Stück Überzeugungsarbeit. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass da einen Trend gibt, ja, dass wir dort relativ einfach, wenn wir die Probleme lösen, die Leute auch auf die Bahn migrieren können. Wir haben allerdings auch immer noch einfach Orte, die an die Bahn nicht so gut angebunden sind. Und dort müssen wir dieses intermodale Problem lösen, ja, also auch Auto und Bahn zum Beispiel verknüpfen. Weil man einfach sagt, naja, wenn ich war zum Beispiel neulich auf einer Veranstaltung in Fallen da, habe ich mir angeguckt, wie komme ich denn da hin? Und da stand dann irgendwie, mit dem Auto brauche ich 1 Stunde und mit der Bahn 3. Ja, und das sind dann schon so Dinge, wo ich sage, naja, wenn ich irgendwie diese Strecke von Montabaur nach Fallen da gut lösen kann, dann kann ich natürlich mit der Bahn dann reisen. Und das ist halt eine Herausforderung, die wir haben.
Als ich mich heute vorbereitet habe hier auf das Podium, habe ich auch mal viele Leute gefragt, wann reist ihr Bahn, wann fahrt ihr gerne Bahn? Und es kam von den meisten immer, wenn ich einsteige, wo ich losfahre und aussteige, wo ich ankommen will. Und dazwischen sind solche Berührungsängste. Ist das was, was Sie auch beobachten? Also diese Unsicherheit, einfach zu sagen, okay, wie komme ich denn weiter? Oder wenn ich einen Umstieg habe, zu sagen, okay, ich habe dann, also ich glaube, es ist nicht das Problem, wenn wir mal 10 Minuten Verspätung haben, aber wenn ich dann meinen Umzug, meinen Umstieg nicht kriege, dort wirklich zu sagen, okay, ich organisiere das optimal. Ja, da arbeiten wir ja wirklich dran. Wir haben die Live-Auskunft, wo dann direkt neu gerechnet wird, wie kann ich von A nach B kommen. Wir haben Quixit, was ja hier auch als Best Practice dabei ist, wo wir einfach sagen, okay, wir organisieren Reiseketten, ja, so dass man sagt, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann von mir aus nimm dir doch in Frankfurt am Flughafen einen Mietwagen, wenn wir irgendwie ein Problem haben. Und das so gut zu organisieren, dass der Reisende sich sicher fühlt und sagt, okay, ich komme an meinem Ziel an. Das ist halt das, was wir lösen müssen. Jetzt könnte man es ja auch positiv sehen, könnte sagen, 3 Stunden mit dem Zug im Vergleich von 1 Stunde mit dem Auto, 3 Stunden kann ich arbeiten, habe ich ja noch mehr Zeit für mich. Frau Wagner, wie lange dauert es noch, bis wir im Auto arbeiten können? Wann kann ich dem Auto sagen, wo ich hin will und Ihre Autos fahren mich da alleine hin? Sehr schön. Wir würden diese Glaskugelsicht schon haben. Also ich denke, es wird mit Sicherheit in diese Richtung gehen. Aber man wird mit Sicherheit immer noch ein Steuer und selber bestimmen, wo möchte ich denn hin. Also das Auto wird mich nicht von alleine irgendwo hinbringen. Ich fand es gerade interessant. Ich meine, wir als Mietwagenunternehmen sehen uns ja auch als Teil der Mobilitätskette. Wir möchten gar nicht, dass der Kunde von Frankfurt nach Hamburg mit dem Fahrzeug fährt, sondern er soll bitte mit dem Flugzeug oder eben mit der Bahn, dort kann er ungestört arbeiten. Wenn er dann vor Ort ist, sich dann eben zum Weiterreisen den Mietwagen nehmen. Ich denke, das wird auch nach wie vor, der Kunde möchte einfach die Zeit, die Reisezeit als Arbeitszeit nutzen. Und das kann er halt im Moment noch nicht, wenn er selbst am Steuer sitzt. Es sei denn, er nimmt sich dann einen Chauffeur. Was auch durchaus möglich wäre. Was natürlich möglich wäre, genau. Wobei Chauffeure, Sie haben ja da jetzt gesagt, gestern und heute gab es da schon ganz neue Ideen. Also ich muss keinen Chauffeur bei Ihnen buchen. Vielleicht finde ich den auch ganz natürlich einfach direkt am Counter. Genau. Also Sie haben das wirklich beobachtet, dass sich da Fahrgemeinschaften gefunden haben? Ja, das haben wir in der Tat, weil, wie gesagt, alle sitzen im gleichen Boot, alle haben das gleiche Problem. Sie möchten von wo auch immer sie gerade ankommen, eben wegkommen. Und da gibt es schon dieses so, ach, wir haben gerade gehört, der Kunde möchte nach Wiesbaden fahren. Gibt es da eine Möglichkeit, dass sie noch jemand? Das passiert schon. Also das sind wirklich, da ist sich jeder flexibel und ja, es ist auch schön zu beobachten, dass die Leute miteinander kommunizieren. Ist das dann so eine Idee, die jetzt aus der Not geboren wurde oder ist das was Sie sich auch vorstellen könnten, was man systematisiert? Dass man sagt, wenn Sie am Bahnhof jetzt ankommen, da bucht einer ein großes Auto, ist aber alleine da, hätte ja noch 3 Plätze. Also diese Möglichkeit gibt es ja heute schon. Die werden angeboten. Also ich denke, die jüngere Generation ist da eher bereit, dem zu folgen. Ältere Generation würde ich sagen, eher nicht. Die möchte eher alleine im Fahrzeug sitzen, alleine bestimmen, wo fahre ich hin und wie lange brauche ich, als dass ich vielleicht jemand habe, der mit mir mitfährt, der mich dann 3 Stunden lang unter Umständen in ein Gespräch einbindet, das ich gar nicht haben möchte. Also da sieht man auch, dass die jüngeren Leute eher bereit sind zu sagen, ja, warum nicht? Flexibler und offener. Ingo, was heißt denn das für den Travel Manager, wenn er im Grunde genommen demnächst unterscheiden muss, ist mein Reisender jung oder ist er alt? Was kann ich dem anbieten, was kann ich ihm nicht anbieten? Ja, das ist genau der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ich glaube, wir müssen als Travel Manager, als Industrie auf unsere Kunden eingehen. Unsere Kunden sind im Moment die Reisenden in diesem Moment. Und wenn ich dem Reisenden etwas anbiete, wo er von vornherein, wo sich die Nackenhaare quasi aufstellen, wie man so schön sagt, dann wird er am Ende seinen Job auch nicht vielleicht so gut machen, weil er die ganze Zeit auf seiner Reise denkt, ja, wieso hat mir denn mein Kollege aus dem Travel Management hier so eine Wahnsinnsverbindung zusammengestellt, ich fühle mich nicht wohl, ich komme womöglich zu spät an. Also ja, Einstellung auf den Kunden, ganz wichtig. Und das heißt auch, mit den Veränderungen, die sich in der Mobilität ergeben und mit in der Generation ergeben, mitgehen. Das heißt, für jeden ein passendes Angebot schaffen. Ja, und der ältere Mitarbeiter, der möchte vielleicht eben in einem bequemen Auto sitzen und der jüngere sagt, ich möchte ein Carsharing-Modell nutzen, weil ich mich gerne unterhalte auf der Reise. Also das kann ich herausfinden. Ich muss vielleicht in meiner Firma eine Clusterung vornehmen, wo ich sage, also hier habe ich ein Paket für die Reisenden, die eben Individualisten sind, die möchten nichts hören, weil sie vielleicht auch auf ihrer Reise noch arbeiten müssen.
Und dann habe ich was, wo ich quasi ein Carsharing-Modell anbiete, wo sich wieder Mitarbeiter aus dem Unternehmen zusammenpoolen und dann zusammen reisen zu einem Ort. Also sehr individuelle Aufgaben für den Travel Manager. Es gibt nichts von der Stange. Das klingt so, Christian, als bräuchte der Travel Manager definitiv Hilfe von Technik, um das alles zusammenzuführen, oder kann das ein Mensch überhaupt noch übersehen? Das sind ja Wahnsinnsdatenmengen. Ja, also ich denke mal, Technik ist nicht das Allheilmittel. Man muss auch seine Mitarbeiter verstehen. Man muss auch zwischenmenschlich agieren können und nicht alles nur durch Technik entscheiden lassen. Aber sicherlich ist es ein durchaus probates Mittel, um zu unterstützen. Ich habe eben schon mal gesagt, dass es so viele Faktoren gibt, die da zusammenkommen. Und wir sind ja in einem Zeitalter, man sagt so schön, War for Talents, oder? Man sucht ja qualifizierte Mitarbeiter und muss dann auch abwägen, und es kann einem die Technik nicht liefern, ob ich den Mitarbeiter lieber zufriedenstellen möchte, seine Grundbedürfnisse erfüllen möchte, wie bequemes Reisen, oder in dem anderen Fall, ich brauche keinen Dienstwagen mehr, sondern ich möchte gerne Carsharing betreiben. Das hat auch alles was mit Fingerspitzengefühl zu tun, und Technik ist da nur unterstützend behilflich. Aber sowas kann natürlich Technik intelligent lösen. Wir haben selber Fuhrparklösungen bei diversen Kunden im Betrieb, wo allein auf Basis von Technik schon geguckt wird, welche Fahrzeuge sind im Fuhrpark verfügbar. Auch Herz hat das, der Herr Bühner, das mal dargestellt mit der Lufthansa zusammen, wo intelligent nach Möglichkeiten der Anschlussmobilität gesucht wird. Und ich dann auch sagen kann, nehme ich jetzt einen Mietwagen von der Firma Herz oder nehme ich aus meinem Fuhrparkmanagement, aus meinem eigenen Fuhrpark das Fahrzeug. Welches ist das richtige Fahrzeug für den Fahrer? Welche Policy-Gruppe? Das spielt ja auch noch eine Rolle. Dann spielt es eine Rolle, wo will ich hinfahren, in welchem Auto muss er fahren, Sicherheit etc. pp. Führerscheinkontrollsysteme etc. Das muss alles miteinander vernetzt werden, um jetzt bei dem Beispiel Anschlussmobilität, Mietwagen, Carsharing zu bleiben. Und Technik kann dabei unterstützen und tut es auch schon. Frau Kästner. Also wir von der Anbieterseite, also sowohl die Frau Wagner als auch ich haben ja gesagt, also eigentlich ist es wichtig, die Verkehrsmittel bestmöglich zu vernetzen, also eine intelligente Mobilität zu schaffen, ja. Und ich glaube, da hat Technik eine ganz zentrale Rolle. Ja. Also ich hatte ja ursprünglich den Janko Rabold eigentlich hier von KPMG, die sich da sehr, sehr intensiv mit befassen, weil sie sagen, ich will meinem Reisenden das alles so einfach wie möglich machen, und der soll sich darauf verlassen können, dass die Technik auch funktioniert. Und dort wirklich das sowohl in der Planung, in der Buchung, aber dann auch in der Reisebegleitung, dem Reisenden dort einfach zu sagen, okay, ich habe da einen mobilen Assistenten dabei, der kümmert sich drum, sollte irgendwas schief gehen, so wie das Navi das jetzt auch macht. Das zu tun, das ist, glaube ich, ganz zentral. Und für den Privatkundenmarkt machen wir das selbst. Ja? Also dort sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs mit den Themen. Im Firmenkundenbereich ist es halt so, dass wir eben mit der Vernetzung der Verkehrsmittel am Ende auch als Transporteur an gewisse Grenzen stoßen. Ja? Ich kann jetzt kein System bauen, wo ich dann die ganzen Flugraten, die ganzen Hotelraten, alles drin habe. Das habt ihr, ja, und letztendlich dort wirklich zu sagen, ich möchte da noch einen ganzen Schritt weitergehen. Klar müssen es auch die Travel Manager wollen, ja, und ihre Rolle auch so sehen, aber ich glaube, wenn ich wirklich Mobilität intelligent lösen will, dann ist die Technik ein absolut zentraler Bestandteil. Wenn ich mir jetzt überlege, da ist ein Reisender, der ist mit der Bahn gekommen und muss jetzt entscheiden, wie kommt er weiter. Wenn ich da höre, Technik kann ich mit einbeziehen, könnte das ja zum Beispiel heißen, ich sehe, der kommt morgens früh an, ist mitten in Frankfurt, da ist die Stadt voller Autos. Wäre Unsinn, mit dem Auto weiterzufahren, der würde ein Fahrrad von Ihnen kriegen. Jetzt kommt er aber mit zwei großen Koffern, weil er die ganze Woche geschäftliche Termine in Frankfurt hat. Der sagt sich zwar im Kopf, Fahrrad wäre schlau, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, wie mancher Radartist in Indien mit extrem viel auf dem Gepäckträger. Wie kriege ich mein Gepäck jetzt vom Bahnhof dann weiter? Also wir testen ja hier was, so quasi für diese letzte Meile. Wir haben einen Kooperationspartner gewonnen, der genau das als Geschäftsmodell erkannt hat. Der heißt Shippies. Und wir haben das quasi für die Teilnehmer hier angeboten, haben gesagt, okay,
Ihr könnt ein Tagungsfahrrad bekommen, wenn ihr das wollt. Und wir kümmern uns übrigens ums Gepäck. Ja, da muss man sehen, ist das ein Geschäftsmodell, was trägt? Ich finde das sehr spannend, ja, weil wenn ich irgendwo hinfahre und sage, okay, da kümmert sich vielleicht jemand drum, dass mein Koffer gleich ins Hotel kommt und ich gehe zur Veranstaltung oder gehe zum Termin, dann muss ich da nicht die ganze Zeit mit meinem Koffer rumlaufen und bin eben viel mobiler. Also das sind auch neue Geschäftsmodelle, die sich da entwickeln, wo ich sage, okay, das ist halt einfach, also einer hat die Idee, dieses Geschäftsmodell zu haben und irgendwo muss das dann alles intelligent verknüpft werden. Mir kommt jetzt gerade noch die Idee, die können ja in den Koffer reingucken, ob alles noch ordentlich gebügelt ist oder das sonst erledigen, bevor sie mir den Koffer bringen. Also sehr, sehr spannende Dinge, die da schon kommen. Wie reisen Sie denn selbst, Frau Wagner, wenn Sie unterwegs sind? Ich meine, Sie haben ja immer genug Autos in der Garage vor der Tür stehen. Steigen Sie ein? Sie bräuchten ein Mikrofon gerade noch. Also kommt in der Tat an, was das Reiseziel ist. Also ich bevorzuge auch die Bahn oder das Flugzeug, um eben längere Strecken zurückzulegen. Einfach auch aus dem Grund, man kann dann eben schön arbeiten. Aber wenn ich dann eben am Zielort angelangt bin, kommt es dann wiederum darauf an, wie lange benötige ich das Fahrzeug. Muss ich es wirklich für den ganzen Tag mir noch selbst mieten, weil ich eben den ganzen Tag mobil sein möchte? Oder nutze ich eins unserer Carsharing-Produkte, wo ich sage, ich brauche es ja nur für eine Stunde, stelle es dann eben an der entsprechenden Stelle wieder ab. Also ich bin da auch ganz flexibel. Ich nutze allerdings dann auch die Call-a-Bike, muss ich sagen, habe ich auch schon genutzt, weil ich einfach sage, das macht Spaß dann, je nachdem, welcher Stadt man ist und man sich ein bisschen auskennt, schönes Wetter muss natürlich sein und vielleicht nicht im Kostüm unterwegs, dann auch das. Also wie gesagt, ganz individuell und dann kommt es auch auf den Zielort und das Zielland an, wo ich mich dann mit Fahrrad unter Umständen bewegen möchte. Also das wäre dann eher ein chauffeurgetriebenes Fahrrad, wo man sich nett hinten reinsetzen kann. Genau. Eins mit Kostüm. Gibt es sowas auch schon? Wie nennt man das? Rikscha, aber die gibt es hier noch nicht ganz so doll. Das wäre dann eher Asien, wo wir aber nicht so häufig hinreisen, wie ich gerade gehört habe. Also da müssen Sie nicht nach Asien. Sehr schön. Wenn wir jetzt mal die drei Dinge haben, die ich jetzt rausgehört habe. Schnelligkeit, Komfort und ökologische Aspekte sind das, was Intermodalität so treibt. Was von den dreien treibt es denn aus Ihrer Sicht am meisten? Bei Frau Kästner gehen die Rädchen los. Für Geschäftsreisen ist es, glaube ich, immer noch die Zeit. Ja, also so dort wirklich zu sagen, okay, in welcher Zeit komme ich von A nach B? Für uns ist das ein Riesenargument, also in Strecken, wo die Bahn da signifikant sich verbessert hat, wie Frankfurt-München oder Frankfurt-Köln, haben wir extrem Kunden dazu gewonnen, ja, auch gegenüber dem Flugzeug, aber auch gegenüber dem Auto. Und da wird sich natürlich auch noch einiges tun. Ja. Also das ist so der erste Aspekt. Ja. Der Aspekt Komfort ist für uns, glaube ich, schon einer, der extrem gut funktioniert. Ja. Also das wissen aber die Reisenden auch, dass sie einfach sagen, okay, wenn ich in der Bahn bin, dann kann ich diese Zeit sinnvoll nutzen. Ja. Und da arbeiten wir auch dran, das noch besser für den Kunden erlebbar zu machen. Ja. Das Ökologische, das ist, glaube ich, eher für die Unternehmen so ein Thema, ja, dass man sagt, ja, ich möchte als Unternehmen auch mich natürlich ökologisch aufstellen. Das ist teilweise in der DNA der Unternehmen auch mit drin und dort eben die Reiserichtlinien entsprechend anzupassen. Klar, jeder hat eine unterschiedliche Überzeugung. Gibt bestimmt auch Reisende, die sagen, ja, ich nehme immer das ökologischste Fahrzeug. Aber ich glaube, für die meisten Reisenden sind die ersten beiden Dinge relevant und das Ökologische, das kommt dann noch obendrauf. Ja. Aber ich würde jetzt nicht ökologisch reisen als Geschäftsreisender, wenn das Ganze für mich nicht komfortabel ist und vielleicht auch die Zeit nicht stimmt. Ingo hat gerade direkt zum Mikrofon gegriffen. Ja, ist ein schönes Beispiel, Frankfurt-Köln. Ich bin letzte Woche, musste ich auch kurzfristig nach Köln. Und dann habe ich überlegt, weil ich meine Reisen auch selber buche, das machst du jetzt fest im Auto, 2 Stunden, plus minus 2 Stunden, ne, Bahn, Einstieg. Ich komme aus Darmstadt, muss also von Darmstadt nach Frankfurt, wenn ich dann mit der Bahn fahre, weil sonst wird es viel länger. Also habe ich mich für die Bahn entschieden, Fernbahnhof, wunderbar, 1 Stunde bis in Köln, Hauptbahnhof, 5 Minuten zur IHK, perfekt. Rückweg, habe ich gedacht, geht genauso schnell. Und da kommt der Aspekt, den ich gerne hier auch nochmal reinbringen will, das Thema Verlässlichkeit. Und das ist in diesen Tagen gerade, ich meine, ich möchte es nicht strapazieren jetzt mit dem Bahnstreik, aber was erleben wir in den letzten Monaten? Für die Geschäftsreisen, die Verlässlichkeit ist verloren gegangen. Und das ist für den gesamten Prozess wichtig, was ich aufsetze, aber es ist auch für den Reisenden wichtig. Also heute würde ich sagen, ich setze mich lieber ins Auto, weil das ist ein verlässlicher Partner. Da habe ich vielleicht mal einen Stau, das kann sein.
Aber da bin ich in meinen vier Wänden sozusagen und dann kann ich auch viele geschäftliche Telefonate führen zum Beispiel. Aber das Thema Verlässlichkeit, das müssen wir wieder hinkriegen mit allen gemeinsamen Parteien, die daran arbeiten, ob in der Luft, ob auf der Schiene und auch auf der Straße. Verlässlichkeit würde aber auch heißen, wenn wir es alles technisieren, dass ich eigentlich immer erst den nächsten Schritt dann vorgegeben kriege, wenn ich irgendwo angekommen bin. Wäre das was, was Technik lösen kann aus deiner Sicht, Christian? Ich wollte zwar eben was anderes sagen, aber ich gehe jetzt mal auf die Frage ein. Sowas kann Technik, denke ich mal, in Zukunft und auch jetzt schon bedingt lösen. Wir erleben momentan den Trend, dass Content is King und ich immer mehr auch auf historische Daten zurückgreifen kann. Die Daten werden alle aufbereitet und ich kann vielleicht aus statistischer Sicht sehen, es könnte sein, wenn ich möglicherweise jetzt aus der Haustür rauskomme und fahre nach Köln, dass es dort regnet, weil in den letzten 10 Jahren um die gleiche Uhrzeit am selben Tag statistisch gesehen in Köln schlechtes Wetter war. Also so könnte Technik vielleicht unterstützen, aber auch in der Anschlussmobilität mit mobilen Endgeräten. Ja, also ich könnte zum Beispiel, oder das gibt es ja auch schon, da gibt es ein Gate Change am Flughafen, da werde ich auch darauf hingewiesen, mobil, dass ich dorthin an ein anderes Gate gehen muss. Oder ich könnte mir das genauso gut vorstellen, wie die Bahn hat Verspätungen, aber ich kriege Alternativen angeboten, was ihr auch schon machen. Also da gibt es durchaus jetzt schon probate Mittel, die ich nutzen kann. Aber ich glaube, das wird in Zukunft noch mehr zunehmen aus dem Thema des Content. Man sagt ja nicht mal Big Data, wir gehen ja mittlerweile ins Zeitalter des Big Content. Und ich glaube, das wird uns noch sehr, sehr unterstützend zur Hilfe sein in Zukunft. Was wolltest du eigentlich sagen? Ja, ich wollte noch sagen, du hast eben die 3 Aspekte genannt, die für Geschäftsreisende wichtig sind. Schnelligkeit, Komfort, Ökologie. Genau, ich wollte noch 2 ergänzen. Was ich erlebe in meinem täglichen Umgang im Geschäftsreiseumfeld, ist das Thema Sicherheit, was die Travelmanager und die Mobilitätsmanager sehr momentan beschäftigt. Also das Verkehrsmittel darf nicht nur nach den 3 Kriterien ausgewählt werden, sondern sollte auch ausgewählt werden, macht es überhaupt Sinn, aus sicherheitstechnischen Gründen in Indien einen Mietwagen zu nehmen? Nee, wird man eher nicht machen. Da wird man in Indien eher einen Chauffeur nehmen, um den von A nach B zu transportieren. Das erleben wir zumindest bei unseren Kunden. Und das Thema End-to-End, das ist ja momentan auch in aller Munde, die Buchung über die verschiedensten Distributionskanäle sollten gebündelt werden in einem Online-Buchungstool, zum Beispiel wie wir das machen, aber auch andere, um das Thema End-to-End dem gerecht zu werden, nämlich von der Planung über möglicherweise auch ein Genehmigungsverfahren. Ja, wenn mir unterwegs plötzlich einer vorschlägt, da geht aber jetzt eine Lufthansa, ist zwar nur noch Business Class frei, aber die könntest du auch nehmen, dann ist das ja nicht im Sinne der Unternehmen, wenn ich was vorgeschlagen bekomme, sondern es muss innerhalb der Policies laufen der Unternehmen und es muss im Reporting nachher stehen und ich muss nachher in der Reisekostenabrechnung zur Verfügung stehen haben. Das heißt also auch, der komplette End-to-End-Prozess bei der Auswahl der Verkehrsmittel ist für das Travel Management sehr, sehr wichtig. Da kann ich vielleicht ergänzen, danke Christian, das trifft es sehr gut, nur wir reden ja über die Zukunft der Mobilität und das ist noch nicht Realität im Moment, dass die Systeme so gut funktionieren. Also wir haben gerade eine aktuelle Umfrage gemacht bei unseren Mitgliedern auch, wo ganz klar rauskommt, dass die großen Unternehmen, also mit mehr als 500 Mitarbeitern sagen, die Produkte sind noch nicht ausgereift. Wir würden das ja gerne einbinden, aber es fehlt da noch an der Produktschärfe und vielleicht ist es auch schwierig, weil jedes Unternehmen ja wieder eigene Prozesse hat. Es gibt ja nicht den Travel-Management-Prozess oder den Reiseprozess, das wissen wir alle. Also da ist die Technologie gefordert, zu optimieren. Es gibt einzelne Beispiele, wo es auch schon gut funktioniert, aber wir wollen ja, dass die Masse, sagen wir mal, diesen Prozess so aufsetzt und dann auch eben die Reise vereinfacht mit Unterstützung der Technologie. Und nach wie vor denke ich, der Mensch darf ja auch noch eine Rolle spielen. Jetzt ist ja sowas gerade wie ein PKW. Es werden Sie wissen, kleine oder große Leihwagen ist auch so ein Stück weit Statussymbol. Inwiefern spielt das denn auch mit noch eine Rolle? Erste Klasse, zweite Klasse, Business Class, Economy? Gut, ich denke, im Geschäftsreissegment ist ganz klar die Vorgabe der einzelnen Unternehmen, die Travel Policies, wie es immer so schön heißt. Das heißt, da ist der Reisende ein Stück weit natürlich gebunden, was er zu nehmen hat. Man hatte in den letzten Jahren gesehen, dass es eher ein Downgrading ist, als dass es nach oben geht. Also
ich denke, das steht einfach immer wieder im Vordergrund. Wenn ich natürlich privat unterwegs bin, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Dann überlege ich mir, gönne ich mir jetzt ein größeres Fahrzeug oder bequemer oder möchte ich ein Fun-Fahrzeug haben? Da ist es ganz anders zu sehen. Frau Kästner, wenn ich erste Klasse mit der Bahn fahre, beobachte ich, dass der Netzwerkgedanke der Bahn auf einmal ganz anders zu verstehen ist. Weil man sitzt da mit Menschen zusammen, wo man auch weiß, die arbeiten auch und irgendwann, wenn die Fahrt lang genug ist, kommen wir ins Gespräch. Ist das auch was, wo Kunden sagen, deswegen fahre ich mit diesem Verkehrsmittel? Klar, also ich kann das, ich bin ja selbst auch neben meiner Tätigkeit bei der Deutschen Bahn, bin ich ja auch sehr aktive Geschäftsreisende. Ja? Und ich mache das sehr häufig, dass ich mit Kollegen mich irgendwie verabrede und sage, okay, das machen wir dann im Zug. Ja? Da besprechen wir was im Zug, da erarbeiten wir was im Zug. Das ist für mich wie Arbeitszeit. Ja? Und da ist natürlich in der ersten Klasse durch den Platz und durch den erhöhten Komfort und jetzt auch durch das freie WLAN sind natürlich gute Argumente, auch insbesondere für Geschäftsreisende die erste Klasse zu nutzen. Ja? Und wir haben bei uns ja auch einen hohen Anteil an Reisenden, die auch erste Klasse fahren. Man kann natürlich das auch in der zweiten Klasse tun, dann halt mit ein klein bisschen weniger Komfort. Ich habe noch mal einen Einwurf zu dem Thema Dienstwagen und Größe des Wagens und Status. Ich glaube tatsächlich, dass das nachlassen wird. Also wir haben ja auch eine Studie gemacht, die haben wir auch heute in den Tüten, die Sie dann später mitbekommen, mit drin, wo wir quasi Mobilitätsexperten, auch einige hier im Raum, befragt haben, was sind denn die Trends in der Mobilität und haben dort tatsächlich herausgefunden, dass dieses Thema eigenes Auto, eigener Dienstwagen an Bedeutung verliert. Ja, also es ist jetzt nicht so zu sehen, also wie das teilweise von der Presse interpretiert wurde, der Dienstwagen wird abgelöst, das natürlich nicht, aber dass man tatsächlich bereit ist, auch zu sagen, okay, ich nehme vielleicht ein kleineres Auto und eine Bahncard 50 oder ich nehme tatsächlich irgendwie eine Bahncard 100, da gibt es ja auch schon Unternehmen, die das als Alternative zum Dienstwagen anbieten, habe einen Carpool, wenn ich dann mal privat tatsächlich am Wochenende mit der Familie weg will oder irgendwie ins Möbelhaus fahren will, dass ich dann eine Möglichkeit habe, also da auch intelligente Lösungen zu schaffen und zu sagen, ich gehe weg davon, es muss jetzt unbedingt ein 5er BMW sein, damit ich mich wohlfühle und zu sagen, okay, ich kann dann auch irgendwie andere Mobilitätslösungen nehmen, die eben auf das individuelle Mobilitätsbedürfnis, das ich jetzt gerade habe, einzahlen. Ja? Und das ist, da sehen wir uns auch so ein Stück weit als Mittentreiber, da auch Konzepte zu entwickeln und da auch gemeinsam mit Fuhrparkmanagern, mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Gedanke, dass ich halt mein Reiseverhalten um mich herum bauen kann, so dass es mir passt und dass es für mich ideal ist. Ich muss jetzt erstmal an die Größe des Autos denken. Ich wohne oder habe in Wiesbaden lange gewohnt, wo es Parkraumbewirtschaftung gibt, heißt Parkausweis. Ich hatte so einen, habe irgendwann aber gemerkt, das heißt noch lange nicht, dass ich da parken darf. Ich darf aber bei der Suche mitmachen. Und das war mal so ein ganz anderer Gedanke. Ich denke, Intermodalität wird sicherlich noch einige Köpfe zum Rauchen bringen, wird sicherlich noch ganz, ganz viel heißen. Wenn Sie jetzt mal so in Richtung Zukunftsforschung denken, was wird in 20 Jahren sein, wenn wir zurückgucken auf den heutigen Tag, Ingo? Wohin hat sich die Intermodalität entwickelt? Da werde ich mir keine Gedanken machen müssen, ob ich mein Auto richtig geparkt habe draußen, sondern da steht da draußen auf Hinweis meiner App ein autonom fahrendes Auto und bringt mich zum nächsten Termin. Ist das ein Auto von Herz, Frau Wagner? Warum nicht? Also das kann ein Auto von Herz sein, ja. Was werden wir in 20 Jahren sagen, wenn wir über heute zurückgucken, wenn wir irgendwo zusammensitzen und ein Eis essen? Also ich glaube auch, dass wir einfach, dass es nicht mehr das zugeordnete Fahrzeug sein wird, was jeder einzeln besitzt, sondern dass man einfach auf eine Form der Mobilität zurückgreift. Also nicht mehr, das ist mein Fahrzeug und mein Haus. Nein, ich greife auf ein Medium, wie auch immer das dann aussehen mag. Ob das dann, ob ich es noch selbst steuern muss, ob sich es von selbst steuern lässt. Schauen wir mal. Wird spannend. Auf jeden Fall ist da sehr viel Bewegung in dieser ganzen Thematik. Also eventuell schlafe ich auch nicht mehr im Hotel, sondern irgendwo privat, so dieser Airbnb-Gedanke. Warum nicht? Wow, sehr spannend. Christian, was werden wir in 20 Jahren über heute sagen?
Ich tue mich da immer schwer, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, gerade in Bezug auf die Technik. Ich glaube, wir müssen gar nicht in so langen Zeiträumen denken. Technik entwickelt sich viel schneller, als wie wir uns das vorstellen. Wenn ich daran denke, dass wir vor 4 Jahren darüber gesprochen haben, was in 20 Jahren alles möglich sein wird, das haben wir heute schon. Ja, wir haben vor 4 Jahren oder 5 Jahren haben wir über virtuelle Meetings gesprochen, weltweite Vernetzung von mehreren Standorten, Design Thinking gemeinsam machen. Das war eine Zukunftsvision von Microsoft in einem Imagefilm von 2010. Wir haben es auf der VDR-Frühjahrstagung 2013 schon vorgestellt. Hasso-Plattner-Institut in Berlin, die sowas jetzt auch schon in den Unternehmen einsetzen. Ich glaube, wir sollten in kleineren Zyklen denken und ich bin schon gespannt, was in 3, 4 Jahren funktioniert. Technik wird dabei eine große Rolle spielen, aber auch bitte den Faktor Mensch nicht vergessen und auch das Reisebüro spielt auch noch eine wichtige Rolle. Das vergessen wir immer ganz gerne in dem Zusammenspiel Technik und Travel Management. Auch wenn der Vulkan ausbricht, wer hat die ganzen Reisenden angerufen, wer hat dort geholfen? Das waren die Mitarbeiter aus dem Reisebüro. Das sollte man aber nicht vergessen. Und ich denke mal, in 5 Jahren hat sich schon einiges getan. So in weiten Zeiträumen mag ich nicht vorausdenken. Frau Kästner, 5 Jahre oder 20 Jahre, wie weit Sie auch immer in die Zukunft blicken möchten, was werden wir über heute sagen? Meine Hoffnung ist, dass in vielleicht schon 10 Jahren, spätestens in 20 Jahren die Mobilität in meinen Alltag integriert ist. Ja, dass ich also morgens klingelt mein Wecker, der weiß, wann habe ich meinen ersten Termin oder wann will ich wo sein und sagt hier, es ist 6 Uhr, du musst heute ein bisschen früher aufstehen, weil irgendwie ist ein Stau. Und heute Nachmittag fährst du mit der Bahn, das funktioniert alles wunderbar, hier ist dein Ticket und dein Carsharing-Auto ist auch schon gebucht. Also wirklich so, dass wir dieses Thema Digitalisierung, dass das quasi so ein Stück weit meinen Alltag organisiert. Ja? Das ist schon so meine Vorstellung und dass ich mir gar nicht die Gedanken machen muss und erstmal gucken muss, ist irgendwie mein Zug pünktlich. Also das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufstehe, dass ich gucke, okay, fährt die Bahn, also die fährt übrigens in 99% der Fälle sehr pünktlich, aber ich bin nicht so, also ich habe eine relativ geringe Frustrationstoleranz, das heißt, wenn ich dann da hinkomme und es ist wirklich was, dann will ich vorher schon darauf vorbereitet sein und dass ich mich gar nicht mehr darum kümmere, sondern dass das alles automatisch passiert, das haben wir im Moment schon mit dem Verspätungsalarm, aber das sollte eigentlich für alles so organisiert sein. Ja. Also man sagt, ich als Reisender muss mich da gar nicht drum kümmern, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass das organisiert wird. Sei es durch Technik, sei es durch die Anbieter, sei es durch Reisebüros, so dass man sagt, okay, Mobilität ist für mich einfach, das wird organisiert, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Also ich höre hier raus aus dem Podium, Sie werden alle noch häufiger zusammensitzen und darüber nachdenken, wie wir Reisenden von A nach B kommen. Vielen herzlichen Dank für spannende Einblicke und einen ganz großen Applaus für dieses Podium, bitteschön.